Herzlich willkommen zurück zu Star Wars Knights of the Old Republic, liebe Leute. Und ja, wir haben zuletzt mit Bastila hier gesprochen. Sie ist gerettet, aber ein undankbares Gör, wie wir festgestellt haben. Naja, immerhin wissen wir jetzt, wir sollten irgendeinen Typen vor Ort finden, der uns hier die Flucht vom Planeten ermöglicht. Wo waren wir denn hier? Wir haben natürlich noch einige Sachen, die wir sowieso noch erledigen müssen. Habe ich das Rakul-Serum nicht gefunden? Muss ich mal gerade gucken, ob wir das überhaupt haben. Ihr wisst es bestimmt noch von den letzten Folgen. Bei mir ist das allerdings schon wieder so lange her, dass ich das mal nachgucken muss. Datapad. Tagebuch des gelobten Landes mal 2. Zugangskarte, Sys-Papiere, Kleidung, Nebenstapel. Nee, ich sehe das jetzt ehrlich gesagt nicht hier. Zwischen all den Enhancern und Packs und so. Aus Auftrag. Nee, anscheinend nicht. Also wir können jetzt natürlich auch erstmal ein paar Nebenmissionen erledigen, da wäre ich sowieso für. Was wir erledigen können, da bin ich mir noch relativ sicher, dass ich das noch weiß. Hallo, wenn ich das mal finden würde. Dass wir zu dir zurückkehren und dir erklären, dass Holden das Kopfgeld für viel Geld zurückziehen möchte. Das könnten wir zum Beispiel gerade noch machen. Aber das Leiter gesagt, dann brauchst du dazu die Startcodes, um die Blockade Assist zu durchbrechen und du brauchst dringend ein Schiff. Einer der Einheimischen kann dir vielleicht weiterhelfen. Das Serum wollte ich trotzdem gerne erledigen, bevor ich hier abhaue. Von daher, okay, Schüler. Das müssen wir auch noch machen. Also wir müssen auf jeden Fall in die Slums auch noch zurück. Okay, den Druidenkauf, da kann ich angeblich nichts machen. Und mit Davik müssten wir eigentlich auch mal sprechen. Da haben wir diese ganzen Kopfgeldgeschichten noch und so. Also da müssen wir eigentlich auch noch weitermachen. So, wir gehen erstmal raus und wählen unsere Begleitung an. Bastila ist ein Jedi-Wächter. Ist das eine Nahkämpferin? Wahrscheinlich, ne? So, er ist ja eigentlich auch originär ein Fernkämpfer. Ich nehme mal Karth und Bastila beide mit. Ach so, hinzufügen sollte ich erst machen. Dann, wobei... Nein, wir machen mal abbrechen. Was? Ich möchte aber gerne nochmal... Oh. Ah, kann ich nicht. Ja gut, ist in Ordnung, Spiel. Ich habe natürlich jetzt die Ausrüstung nicht für Karth angepasst und Co. Das hätte ich natürlich auch relativ gerne noch gemacht, aber ging nicht. Oh, wer ist das denn? In Kinku no ba muli ra chin kun. Tong hai ton kun chin. Ni bobo ji mata ni pun na je. Dolpi kik nyunyan. Ja, das stimmt. Zack. Wer ist denn das? Warum will er sich mit mir treffen? Tolba da bunk walia gando de nago chuchut, kachi chua isa haudunga. Yumalitka in kotun, chilo mulra de nebobo. Unko kun biska, bamulara. Na gut. Ja, danke für die Nachricht. Ich werde mich mit ihm in der Kantine treffen. Shagjikin lor chawa ta uma? Kava vulpa mulchi gumana. King kun shachi king, ni king kun oba muli ra jikun? Wama kun bes, chin pala muji. Tunira nu prata dunko, sercha doma doma? Neuer Tagebucheintrag, vielleicht bringt uns das in der Hauptquest auch weiter. Der Handlanger Kendrus wartet in der Kantina. Was liegt denn hier noch? Habe ich den vergessen zu looten hier damals? Jo, Splittergranate und Credits 9, naja.
haben wir das auch noch gemacht. So, hier ist Dia und mit der wollte ich sprechen erstmal. Ihr seid zurück. Habt ihr es geschafft, dass Holden das Kopfgeld zurückzieht? Ich sprach mit Holden, die er erst bereit, das Kopfgeld auf euren Kopf auszusetzen, wenn ihr ihn bezahlt. Ich habe nichts. Ich verdiene kaum genug zum Leben. Ich will ja nichts für. Ich kann es mir nicht leisten, das Schwein auszuzahlen. Ich habe wohl keine andere Wahl, als hier zu hocken und zu warten, bis sich Holden beruhigt. Solange ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt ist, wäre es zu gefährlich, rauszugehen. Na gut. Also haben wir das auch noch nicht abgeschlossen. Na gut. Hallo, Tasche? Warum habe ich die nicht gelootet? Ach, die habe ich gelootet, aber die bleibt einfach da. Pudu. Okay. Ah ja, ich bin schon weg. Keine Sorge, ich bin schon weg. Achso, wir können ja noch die Begleiter leveln, sehe ich gerade. Warum machen wir das denn nicht? Begleiter-Level-Aufstieg, weil bei denen muss ich mich ja nicht zurückhalten. Das gilt ja nur für unseren Hauptchar. Ein verbleibender Punkt. Wow, das ist ja mega. Ja, Bewusstsein. Mach mal Bewusstsein auf 4 hoch. Mehr geht ja nicht. Talente hat er 1. Okay, er kann schwere Rüstung benutzen. Er hat verbesserter Kampf mit 2 Waffen. Oh, das ist gut. Kann ich ihm nämlich einen zweiten Blaster später noch geben. Oder aktuell. Da hat er nicht so viel. Starke Explosion könnte man noch auf sehr starke erweitern. Bei Blastern ist er eh ganz weit oben. Das braucht er eigentlich nicht. Die Zähigkeit, Duellieren auch nicht. Ja, wir könnten dann in der Tat sehr starke Explosion machen. Cool. Zack. Und noch ein Level. Ja, wir haben ihn jetzt länger nicht gespielt. Können wir noch ein Level machen. Dann kriegt er noch einen Punkt auf Heilen. Und was kriegt er denn noch? Sparen wir uns das vielleicht? Weil ich würde ganz gerne später Kampf mit 2 Waffenmeister machen auf Level 8. Aber eben auch diese starke Explosion mit Meisterfähigkeit, ne? Ich glaube, das spare ich einfach mal. Muss ich das? Ach, das muss ich hinzufügen, das Talent, okay. Muss ja nur ein neues auswählen. Sprengstoffeinsatz, Tarnung ist für ihn nicht so interessant. Kritischer Treffer. Im Nahkampf ist egal, weil da brauche ich keine kritischen Treffer mit ihm. Empathie ist auch wurscht. Wobei heilen, ja, schön. Unruhe ist wurscht. Technikexpert ist auch wurscht bei ihm. Ja, Implantat. Pff, ist unwichtig eigentlich bei ihm, wenn er das eh nicht vorgeskillt hat. Schneller Schuss. Ach ja, ein Gesundheitspunkt ist auch nett. Man kann jetzt sagen, man gibt ihm noch ein Blastergewehr. Fokus, schwere Waffen, aber das haben bestimmt nachher auch andere Charaktere, wisst ihr? Ach, Nahkampfattacken ist so sinnlos bei dem. Was soll ich denn jetzt skillen, ey? Vielleicht Training wegen Rettungswürfe? Was anderes finde ich überhaupt nicht sinnvoll bei ihm. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. So. Und sie hat auch noch Levelaufstiege, 2 Stück. Erstmal ein Attributspunkt. Geil. Gut, das ist egal. Charisma kriegt sie +3 hier noch rein. Verfassung ändert sich nichts, da ändert sich nichts. Da ändert sich überall nichts, da ändert sich auch nichts. Nur hier würde sich noch einer ändern. Ich weiß nicht, wie viel sie davon überhaupt noch bekommt, ne, in Zukunft. Ob sie überhaupt noch davon welche bekommt. I don't know. Gehen wir mal auf einen Punkt Charisma hoch. Oder was würde... Er würde Weisheit empfehlen. Ja, aber das lohnt sich ja nur, wenn sie noch einen Punkt bekommt, weil der Modifikator wird ja nur verändert. Der ist ja schon bei +1 und wenn ich auf 13 gehe, ist er immer noch +1. Das heißt, dieser Wert ändert im Prinzip nichts, wenn ich den hier aufwerte. Der ändert erst was, wenn ich auf 14 hochgehen kann. Ne? Das ist so ein bisschen... Ich weiß, dass es für Jedi sehr wichtig ist, die Weisheit zu skillen, aber ich weiß nicht, ob sie nochmal so ein Ding bekommt. Tja, Pech gehabt, muss ich einfach mal probieren.
Weil das verlockt natürlich sehr stark. So. Sie hat Bewusstsein und heilen auch nochmal nach 5 hoch. Das ist okay. Kräfte. Da können wir uns jetzt schon ein bisschen mit den Jedi-Kräften vertraut machen hier. Okay. Gut. Das zum Beispiel. Da brauche ich helle Macht, Erfahrung, Stufe 6, kurieren. Heile bei allen Mitgliedern im Radius von 15 Meter 5 Gesundheitspunkte. Da hat sie schon Machtaura. Oder hat sie die nicht? Ich weiß es nicht. Nee, hat sie nicht. Druiden betäuben. Wurde empfohlen. Das ist dies hier. Mit dieser Fähigkeit kannst du einen Druiden mit Hilfe eines Energiestrahls 12 Sekunden lang deaktivieren. Der zusätzlich erlittene Schaden entspricht dem Level des Angreifers. Eine erfolgreiche Tapferkeit, Rettungswurf, SK5 plus Level, bla bla bla, bla 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 bla, hebt die Deaktivierung auf und halbiert den Schaden. Ist aber ganz nützlich gegen Druiden, das stimmt schon. Was könnte man denn noch wählen? Geschwindigkeitsschub, mit Rüstung nicht möglich. Dank dieser Fähigkeit kann sich ein Jedi 36 Sekunden lang mit doppelter Geschwindigkeit bewegen. Das Problem, ich weiß nicht, was sie ist. Ah, ein Jedi-Wächter. Jetzt müsste ich mich nochmal in der Skillung auskennen, damit ich weiß, welche Kräfte Sinn machen. Das ist ja fies, ey. Können wir das nicht gerade abbrechen, das Skillen hier? Weil ich möchte ganz gerne wissen, wie ich die ordentlich skillen soll. Das ist doch doof. Jetzt müssen wir das nochmal machen. Das ist echt ein bisschen doof, weil man kann sich hier ordentlich verskillen, wenn ich jetzt die völlig falschen Sachen mache. Klar, die dunklen Sachen sind eh wurscht, ja. Lebensentzug und so kann ich eh nicht machen. Und alles Dunkle macht Geschichten. Sie hat Machtstoß, sie hat Laserschwert. Dafür reicht die Erfahrungsstufe nicht aus. Was ist denn dann noch? Energiewiderstand. Okay, absorbiert Schall, Feuer, Kälte, Elektrizitätsattacken. Machtwiderstand können wir noch nicht. Machttapferkeit. Mit Rüstung nicht möglich. Ja, gut. Mann, oh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Komm, wir nehmen jetzt Druidenbetäubung. Gut. So, zack. Was interessiert's mich? Ich muss hier nachher wahrscheinlich eh nicht unbedingt immer mitnehmen. Von daher ist das hoffentlich jetzt nicht die übelste Verskillung hier. Ach, noch eine Fähigkeit, wirklich. Was empfiehlt er mir jetzt? Geschwindigkeitsschub. Ja, okay, das hätte ich sowieso ins Auge gefasst, das ist okay. Doppelte Geschwindigkeit bewegen, hätte er 2 Punkte Bonus auf seinen Verteidigungswert. Das hört sich auch sehr gut an. Annehmen. Noch ein Levelaufstieg. Fähigkeiten. Beides auf 7. Heilen und Bewusstsein bekommt sie. Talente hat sie erhalten. Machtimmunität für Betäuben und Rittersinne. Ich weiß nicht, was die genau machen. Stehen die hier irgendwo drin? Ja, tatsächlich. Da haben die Jedis nämlich nochmal eigene Talente. So, Machtimmunität für Angst, innere Ruhe, die weder durch seelische noch durch körperliche Angriffe erschüttert werden kann. Und Betäubenimmunität heißt, der Jedi hat eine unerschütterliche Verbindung zur Macht und zur Galaxis selbst. Er verliert seine Aufmerksamkeit weder durch Schäden noch durch irgendwelche anderen Störungen. Das Talent ist immer aktiv und ersetzt das Talent Machtimmunität Angst. Geil. Cool. Das ist gut. Und dann haben wir noch Rittersinne. Dank seiner starken Verbindung zur Macht ahnt der Jedi die Aktion seiner Gegner frühzeitig voraus. Verbessert den Verteidigungswert um 4 Punkte. Also die Jedis sind schon echt stark, das muss man sagen. Trotzdem können wir noch einen weiteren Punkt machen. Und ich würde sagen, den setzen wir auf jeden Fall in die Laserschwertkenntnisse. Denn da sollte ein Jedi besser werden. Oder halt in die Verteidigung. Ja, das ist mehr für den Angriff und das ist mehr für die Verteidigung. I'm not so sure, ob der Wächter hier also ich bin mir nicht sicher, ob die Wächter hier mehr die Defensivklasse sind oder eine angreifende Klasse. Das wäre sehr wichtig zu wissen, weil dann könnte ich das hier richtig entscheiden. So weiß ich das jetzt wieder nicht. Ach, das ist doch doof, ey. Das ist halt in dem Spiel ein bisschen schwierig gemacht. Du musst dich schon mit der Skillung auskennen, damit das ordentlich ist, weil sonst machst du jetzt hier, was weiß ich, Angriffsskillung für das Laserschwert, was ja schön ist.
Aber eventuell geht die halt zu schnell down dann, ne? Gerade bei Blasterangriffen. Und wir haben momentan noch sehr viel mit Blasterangriffen zu tun. Weißt du was? Wir gehen erstmal auf die Verteidigung hier. Dass die als Nahkämpferin mehr aushält. Das ist mir an der Stelle wichtiger. So, was möchte denn gerne... Der möchte Kurieren machen. Das ist auch gut, weil dann können wir schön Heilung vergeben mit ihr. Machen wir auch. Annehmen. So, und jetzt haben wir sie auf Level 6 hochgeskillt. Sehr geil. Cool. Bastila, Karth. Meine einer. Wie gesagt, da bewahren wir uns das Level ja auf. Deswegen sind wir sehr schwach und müssen immer im Hintergrund bleiben. Aber denke mal, das können wir so was machen. Was kann ich tun? Was kann ich tun? Ja, du hast dich auf jeden Fall schön durchgeskillt. Warte mal. Warte mal. Okay, sie kann keine andere Kleidung nehmen, weil sie wahrscheinlich Jedi ist oder so. Setz nicht so geil. Brechigs Gürtel generiert eine wirkungsvolle Barriere gegen Nahkampfangriffe, wenn er zusammen mit seinem Armband benutzt wird. Geil. 5 minus gegen Niederschmetternd. Hört sich gut an. Warum habe ich das... Ich meine, wir können jetzt Missions Vibro-Klinge nehmen, aber warum habe ich hier kein Laserschwert zur Auswahl? Brechigs Armband... Haben wir auch mal eingesetzt bei ihr. Sie als Nahkämpferin kann das gut gebrauchen. Handschuhe verbessern die Hand-Auge-Koordination des Trägers. Ich weiß nicht, was das macht. Müssen wir gleich mal bei den anderen Charakteren gucken. Ich habe keine Gegenstände für den Slot. Warum eigentlich nicht? Normaler Energieschild ist auch okay. Warum nicht? I don't understand. Warte mal. Klar. Hat er... Wieso haben wir dieses Laserschwert nicht? Ich gehe nochmal zurück in unsere Abteilung. Ich weiß, das ist jetzt hier eine relativ langweilige Folge, weil wir hier nur rumeiern und skillen und auswählen, also Inventarauswahl machen und so. Aber das ist halt auch sehr wichtig, damit wir gleich ordentlich kämpfen können. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier nicht ein Walk in the Park wird. Wir haben doch hier irgendwie Laserschwert, was wir aufwerten können. Warum zum Teufel ist denn das hier aber nicht... Ist es im Spind? Nein. Was zum Teufel ist denn hier eigentlich los, dass wir das nicht haben? Bin ich jetzt so blöd dazu, sag mal? So, Waffe weg. Wir geben jetzt mal allen Charakteren... lassen wir jetzt mal die Waffen weg. So. Er bekommt vielleicht noch ein... Mittel... Militäranzug, dass er besser geschützt ist. So. So, keine Waffe bitte. Hallo, auch die nicht. Tafelgenerator bleibt bei ihr, weil das ja ihre Sache ist. So. Kampfanzug ist auch okay. Oralverstärker. Lassen wir ihr auch mal weg so lange. Das Energieschild mal weg, wenn wir sie nicht mitnehmen. So, dann können wir das hier nämlich auch mal schön... Hallo? Cool, ich wähle nichts aus, aber das bleibt trotzdem drin, oder was? That logic. Okay, dann bleibt es halt drin. Kann ich das bei ihm auch nicht abwählen? Nö, okay. So, Verfassung Level 1, wenn wir ihn nicht mitnehmen, auch nicht so wichtig. Dann haben wir noch hier diese super Prototyp-Waffe. Guck mal, und er hat doch ein Zwillingslaserschwert hier im Inventar auf einmal drin. Er kann es zwar nicht benutzen, aber er hat's. Warum? What the logic? So, Tapferkeit raus. Implantat raus. Hallo? Warum kann man ihm das nicht rausnehmen? WTF. Ich bin... etwas verwirrt. So, wenigstens können wir hier mal das Zwillingslaserschwert auswählen. Na, dankeschön. Meine Güte. Wenn wir schon Laserschwertqualitäten haben, sollten wir es vielleicht auch einsetzen, ne? Macht schon Sinn. Bewusstsein 2 ist für sie ja auch nicht verkehrt. Das kann sie nicht einsetzen, das ist also nicht schlimm. Den Rest haben wir schon, mehr geht gerade nicht bei ihr. So. Er könnte den noch nehmen, dann kriegt er Tapferkeit plus 2. Was hat denn der überhaupt für einen Tapferkeitswert? 7 hat Karth. Sie hat 6. Ich habe auch 7. Das heißt, für ihn könnte man das wirklich benutzen, für Karth.
Tapferkeit wäre hier echt Trumpf. Das wäre okay. So. Energieschild macht auch immer Sinn. Vielleicht den, der nur noch eine Ladung hat, dass wir den noch verbrauchen. Implantat kann er eh nicht einsetzen. Kopf haben wir nix. Geschicklichkeits 1 für die Handschuhe kann er auf jeden Fall gebrauchen, weil er ja halt auch ein Geschicklichkeits-Guy ist, das weiß ich noch. Von daher macht das Sinn. Wo ist er denn da? So, zweites Energieschild weiß ich nicht. Auf jeden Fall braucht er zwei Blaster. Carve Blaster 3 bis 8. Schwere hat 1 bis 8. Ionen Blaster war gegen, ja, sag mal schnell, gegen Roboter. So, das heißt, er bekommt hier einen schweren Blaster als Zweitwaffe. So, er ist doppelt ausgerüstet, alles gut, hat ein Energieschild, anders geht hier nichts, mehr können wir nicht machen. So, 19 ist auch das Maximale an Verteidigung. Gut, haben wir ihn auch ausgerüstet. So, warum bin ich jetzt rausgegangen? Weil ich dumm bin. Okay. Sie hatten wir ausgerüstet und wir selbst sind ja eigentlich auch ausgerüstet. Geschicklichkeits 1, Verfassung 1. Macht eh keinen Unterschied. Lassen wir so, wie es ist. Dann brauchen wir noch ein Energieschild. Vielleicht das, was auch wenig Aufladung hat, dass wir das noch verbrauchen können. So, wir haben den schweren Blaster. Mehr haben wir momentan eh nicht zur Auswahl. Denn wir müssen nicht am meisten Damage stehlen, das ist eh unwichtig. Aber Breaks Handschuhe für Geschicklichkeit 1 bietet uns bessere Trefferchance. Also nehmen wir das an uns. Geil. Okay, so. Jetzt hat's aber geklappt hier. Meine Güte, endlich wieder losziehen. So. Und jetzt können wir endlich anfangen, hier ordentlich durchzustarten. Auch wenn schon fast 20 Minuten oder 20 Minuten der Aufnahme schon rum sind. Aber naja. Was kann ich tun? Immerhin. So, weiter geht's. Auf, Leute. So. Hallo, Iturianer. Ich gehe mal schön an dir brav vorbei. Was ist das? Quorren? Ist das eine Rassenbeschreibung, Quorren? Ja, ne? Man sieht ja hässlich aus. Aber das sehen so viele Aliens. So. Wartungsdruide. Hier war, glaube ich, auch nichts mehr. Nee, wir mussten hier, glaube ich, diesen Aufzug nehmen. Wenn mich nicht alles täuscht. So, da werden wir erstmal in der Kantine unserem Kumpel da den Besuch abstatten. Keine Sorge, die Nebenquests werden wir uns auch noch vornehmen dann in der nächsten Folge. Aber ich möchte erstmal wissen, was jetzt hier Sache ist. So, ab zur Kantine. Bastila läuft jetzt hier frei rum. Das ist auch geil, weil, ja. Bastila scheint etwas auf dem Herzen zu haben. Vielleicht will sie darüber reden. Mit Bastila sprechen. Wie kann ich helfen? Möchtet ihr mit mir über etwas sprechen? Ich würde gern wissen, was passierte, als ihr auf Taris abgestürzt seid. Was habt ihr und Carth gemacht, bevor wir uns zusammenschlossen? Wir haben euch gesucht. Ja, das sehe ich ein. Aber es gab sicher noch einen anderen Grund. Schließlich gab es keine Leuchtsignale, die euch den Weg wiesen. Trotzdem habt ihr mich gefunden. Kurz und knapp, ihr wurdet auch nicht von den Sith entdeckt. Ihr habt herausgefunden, dass die Vulka mich gefangen hielten, nahmt am Rennen teil und wurde zum Swoop-Meister auf Taris. Und rettete die Jungfrau in Not, vergesst es nicht. Okay, was soll ich sagen? Ich bin einfach ein talentiertes Individuum, das klingt ein bisschen arrogant. Ich hatte viele Helfer, Carth, Mission, zahlbar. Ja, komm, bleiben wir mal bescheiden. Eure Bescheidenheit ist bewundernswert. Aber trotz Hilfe anderer habt ihr diese Ereignisse ausgelöst. Als man euch für diese Mission auswählte, hätte niemand das von euch erwartet. Ein Jedi hätte das problemlos tun können, aber nur mit Hilfe der Macht. Wollt ihr damit sagen, ich kann die Macht kontrollieren? Die Macht steckt in jedem von uns. Aber für die meisten ist sie nur ein kaum vernehmbares Flüstern. Auch außerhalb des Jedi-Ordens gibt es Individuen, die für die Macht empfänglich sind. Es ist für mich offenkundig, dass die Macht durch euch operiert. Es gibt keine andere Erklärung für euren überragenden Erfolg. Dennoch bin ich nicht sicher, was ich mit dieser Erkenntnis machen soll. Wenn ihr jünger wärt, würden euch die Jedi möglicherweise als Schüler aufnehmen. Aber so wie es aussieht... Also was meint ihr damit? Seid froh, dass ich empfänglich für die Macht bin, sonst hätte ich euch nicht retten können.
Ja, ich würde sagen, dass, ja, sie ist ja sowieso der Meinung, wir haben sie nicht gerettet. Also fragen wir mal nach, was meint ihr denn damit? Es tut mir leid, ich habe meine Kompetenzen überschritten. Mhm. Okay, das hoffe ich auch. Tagebucheintrag, Bastila. Ah, okay. Bastila sagte, es gibt Anzeichen dafür, dass die Macht sehr stark in dir ist. Sie wollte jedoch nicht weiter darüber reden, da sich der Rat der Jedi damit beschäftigen muss. Okay. Ja, wird also auch noch spannend, wenn wir hier vom Planeten wegkommen, was der Rat der Jedi zu unserer Machtempfänglichkeit sagt. Aber ich werde an dieser Stelle erstmal die Folge beenden, denn die wird sonst wieder viel zu lang, wenn wir jetzt noch in die Kantina gehen. Das machen wir beim nächsten Mal. Da treffen wir dann Candorus wieder und bin mal gespannt, was der für einen Vorschlag eventuell parat hat. Bis dahin, macht's gut und ciao.